Heute gibt es als drittes und letztes Gericht aus der Kochbox von HelloFresh ein saftiges Hüftsteak vom Rind. Die Zutaten: 2 Möhren, grüne Bohnen, Kartoffeln, Rosmarin, geriebener Käse und ein Hüftsteak. Jetzt werde ich erst einmal die Kartoffeln schälen und kochen, die Bohnen klein schneiden und die Möhren. Beides vorerst noch waschen und den Rosmarin hacken. Die Schnippelarbeiten sind abgeschlossen. Möhren sind in Scheiben geschnitten, die Kartoffeln in eine kleine Würfel. Und die Bohnen sind auch ein Stückchen geschnitten. Und der Rosmarin wurde klein gehackt. Jetzt kommen 500 Milliliter Wasser in den Mixtopf. Ja. Etwas zu viel. Setze ich den Gareinsatz ein. Jetzt kommen die Bohnen hinein. Jetzt schwimmen die Kartoffeln in dem Aromabehälter. Ein paar Schlitze sollten hier noch frei sein, dass alles richtig zirkulieren kann, der Wasserdampf. Der Einlegeboden mit dazu und die Möhrenscheiben. Jetzt wird alles 28 Minuten auf der Varoma-Stufe gegart. Das ist eine Salz-Pfeffer-Mischung. Jetzt kommt der Rosmarin dazu. Wird alles vermischt. Darin werden jetzt die zwei Steaks drinnen gewendet. Jetzt brate ich die Hüftsteaks an, von jeder Seite ca. 3 Minuten. Jetzt wende ich den Steak.
Kartoffeln, Bohnen und Möhren sind jetzt gar. Das nehme ich dem Aroma ab. Nehme die Kartoffeln aus dem Mixtopf. Es kommen 125 Milliliter Milch in den Mixtopf. Reicht. Etwas Salz. Pfeffer. Und immer wenn ich Kartoffelbrei oder Kartoffelstampf mache, noch etwas Muskat. Mixtur verschließen. 2,5 Minuten. Grad, Stufe 2. Jetzt würze ich die Karotten und die grünen Bohnen mit einer Prise Salz, etwas Pfeffer und Olivenöl. Wird jetzt alles untergehoben. Mit den Kartoffeln zu der heißen Milch in den Mixtopf. Etwas Butter. Und etwas Hartkäse. Der ganze Beutel scheint mir etwas zu viel. So, der Mixtopf wieder verschlossen. 5 Sekunden, Stufe 4. Und fertig ist der Kartoffelstampf. Als erstes das Steak. Grüne Bohnen und die Karotten. Und jetzt der Kartoffelstampf. Thank you.
Und fertig ist mein Mittagessen. Jetzt werde ich es mir schmecken lassen. Zufrieden mit meinem Werk. Hat gut geschmeckt. Und für später ist auch noch was da. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Video. Zum Schluss kommen einige Bildchen, aber das war's dann wirklich.